Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Someday You Will Return. Ja, ich hoffe, ihr habt das Ende der letzten Folge wenigstens gesehen, nachdem wir uns durch den Bunker gekämpft haben. Denn wir haben unsere Tochter gefunden, aber ja, nicht so, wie es sich Daniel wahrscheinlich gewünscht hätte. Sind wir doch mal ehrlich. So, aber was denn? So. Aber wir haben trotzdem noch die Aufgabe, die Uhr anzuhalten. So you finally understand? But why me? You can find similar stories behind thousands of closed doors, Daniel. Children or adults trying to survive their lives in the best possible way. And many of them live in their own personal hell. Yours will last as long as you let the clock devour the world. At this point, I don't care about your stupid clock. There's nothing left for me in this world. That might be, but still, there's someone waiting for you on this path behind me. Maybe you will change your mind and find them worthy of your help. Goodbye, Daniel. Tschüss, Grusel-Oma. War dann doch recht nett mit dir, ich bin ehrlich. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Angst mit dir, vor dir. Aber jetzt inzwischen hat mein Grusel-Oma doch irgendwie ins Herz geschlossen. Das so hält. Ja, ist korrekt. Ich glaube, selbst wenn das Licht nicht an wäre, also da unser großes Wohnzimmerlicht, dann würde man mich gerade perfekt erkennen können, weil der Bildschirm so strahlt. Mal schauen, wo führt uns unser Weg hin? Wer wartet auf dem Pfad? Es ist Eleonora. Hi Daniel. I'm so happy to see you again. Oh, hi du, ne? I missed you so much. Really? You haven't forgotten me? How could I? I would never have guessed you were one of those dolls. You call me my doll when I was little. Maybe that's why I came. It was a nightmare to get the doll back. Okay. Werden uns jetzt all unsere moralischen und amoralischen Entscheidungen aus diesem Spiel nochmal gezeigt? Nein, wir können nicht hinterher. Auch wenn es da eigentlich ein leichtes wäre, nach oben zu gehen, aber nein. Nicht möglich. Entschuldigung, Lea, wegen der Puppenteile, aber ich wusste nicht, dass die in diesen Müllsäcken sind. Ich dachte, da darf man nicht drankommen und da bin ich natürlich dann nicht hochgeklettert. Nee. I promised you that we would meet again. Hallo. That time is now. I think I finally understand. You never existed, right? Was? Yeah, but you got me quite right. What does or doesn't exist is based solely on our memory, Dan. If you can remember me, I exist. I'm glad I returned. If only to meet you. I was happy to help. I knew you'd need someone to take care of you. Thank you for everything, El. It was my pleasure. Good luck with the clock. Dankeschön. Aber warum stand da der Name Eleonora in Stellas Tagebuch, wenn sie nie existiert hat? Erklärst du mir das mal? Warum standest du in Leas Tagebuch, in Stellas Tagebuch? Und warum ist das hier so fucking hell? Das ist ja fast wie Dream of the Blood Moon. Ich bin gerade überlegt, ob man dieses Spiel noch irgendwie zu fassen bekommt. Das ist schon. Ah. Hallo, na Angel? Hello again. Na du? You're Stella, aren't you? The true one. Maybe I am, maybe I'm not. I'm so sorry for everything I ever did to you.
I didn't realize. Didn't I tell you that you'd find what you were looking for? And that you might not like it? You didn't believe me, right? But I am happy that you kept looking until you found the truth. You also showed that you deeply care. And that is something which deserves more than just an end. What do you mean? Don't you understand? The clock is you. As soon as it's gone, you're gone as well. So, why should I stop it? The guilt inside you asks for that. And at this point, there's no way to prevent it. But I want to give you one last thing before it does. What is that? Farewell, Daniel. Leb wohl, Daniel. Müsstest du da nicht verschwinden? Terstella? Dann haben wir uns das nicht auch vom ersten Moment an gedacht, als wir sie gesehen haben, ob das nicht eine Version von Stella sein könnte? Also tatsächlich ist die Lösung die offensichtlichste Antwort, an die man in diesem Spiel gedacht hat. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, nur nicht unbedingt von sehr viel Einfallsreichtum zeugte. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht unzufrieden, aber ja. Gebt doch zu, man hätte sich eine andere Erklärung gewünscht, oder? So, dann gucken wir mal hier runter. Boah, es ist immer noch so hell. Eieiei, kann diesen Nebel mal jemand ausschalten? Oh, danke. Errungenschaft freigeschaltet, The Revelation. Oh. Und plötzlich. Klappt ja super. Na, hallo. Entschuldigung. Ich muss sowas ausnutzen. So, also Steine, die nicht existieren, die jetzt wieder verschwinden und, gut, ich kommentiere das nicht. Ich gehe einfach weiter. Türchen. Mein Innerstes. Es ruft mich. Oh, muss ich da echt klettern? Puh. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Klettern. Ich bin heute so schön ohne Kopfschmerzen aus diesem Spiel rausgekommen. Und jetzt muss ich hier nochmal rumschwanken. Ein Vögelchen. Hallo Vögelchen. Na? Kleiner Piepmatz. So. Oh, hier nicht runterfallen. Das wäre, glaube ich, sehr ungünstig. Pipi, bist du noch da? Piepmatz ist schon weg. Ich konnte ihm nicht verübeln. Ich würde auch nichts mit mir zu tun haben wollen. Also mit Daniel mir. Ich gehe mal davon aus, dass ich im tatsächlichen Leben gar nicht so bekloppt bin. Also bekloppt schon, aber gar nicht so unerträglich, wie ich mich immer halte. Und von Schatzi muss jetzt ein kommen. Ich habe gerade sogar drüber nachgedacht. Sag doch. Ich habe das Gefühl, die Glocke wird ein bisschen lauter. Was meint ihr so? Habt ihr das Gefühl auch? Oder könnt ihr das Gefühl gar nicht haben, weil dieses laut Ticken in eurem Kopf schon alles übernommen hat? Da könnte man lang? Oder da könnte man lang? Ich glaube, ich gucke erstmal hier. Ernsthaft? Sogar hier noch? Spiel, du willst mich doch verarschen, oder? Also, Entwickler, ja. So interessant, wie das ist mit diesen ganzen Bonbon-Papieren einsammeln. Und was das bringen soll, keine Ahnung. Außer das Achievement. Vielleicht noch einen coolen Kommentar, wenn man alle haben sollte. Aber im letzten Kapitel, wenn man gerade auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Selbst da gibt es noch Bonbon-Papiere. Komm, die hätte er wenigstens entweder weglassen können oder irgendwo anders platzieren können. Sind wir doch mal ehrlich.
welcher außer der absolute, ich will das Spiel auf 100% durchhaben. Und ich, weil ich so ein verdammter Monk bin, will dann in einem letzten Kapitel von einem Spiel noch Collectibles einsammeln, die einem nichts bringen. Das sind, glaube ich, nicht so viele. Und hier tropft das Wasser runter. Ja, eigentlich Wasser, aber irgendwie ist es doch schwarze Schmiere. Leviathane. Entschuldigung. Doofewitzen.com. Gesponsert bei Mi. Nur eher andersrum. So, Mi gesponsert bei Doofewitze.com. Na, sehr schön. So, einmal hier schön nach oben. Ja, können wir hier da? Ne, da können wir uns nicht mal die Hände waschen in letzter Zeit, ne? Das ist echt ekelhaft. Ja, ich bin schon oben. Das geht doch höher. So. Dann hier wieder runter. Wie gesagt, ich kommentiere das einfach gar nicht mehr. Ich glaube, rechts sieht besser aus. Zumindest jetzt in diesem Kletterfall. Politisch gesehen muss das jeder für sich selbst entscheiden. So. Aber denkt dran, nur wenn man eine andere Meinung hat, muss man nicht unbedingt gleich ein Arschloch sein. Trotzdem werde ich sowas nicht. Gut, hätten wir das geklärt. So. Einmal über zwei Bäume, Miniereisen und Beton. Ich finde es gut, dass das so schön hält. Und trotzdem stellt sich mir noch eine Frage. Vor was ist Stella davongelaufen? Vor uns? Wenn ihr euch erinnert, diese eine Erinnerung. Den Pfad der Kapelle hinunter. Und hier hat so ziemlich alles sein, ja, so richtig Fahrt aufgenommen, hier bei der Kapelle. Mit den ganzen Kräutern. Nachdem wir uns das zweite Mal mit dem Biest angelegt haben. Anscheinend haben wir mit Stella Rommel gespielt. And that was my last. I won. You're playing well. That was fun. Let's play again. Thank you, Dad. But I'm going outside now. Oh, all right. Just don't go too far. You know where we are. Ganz ehrlich, Augenschaft freigeschaltet, das Kartenspiel. Das war unser Ende? Das Kartenspiel? Also anscheinend sind wir ja in der Ewigkeit jetzt mit Stella. Und wir scheinen beide zufrieden zu sein. Also ich glaube, schlecht ist das Ende jetzt nicht. Ich hab's nur nicht ganz verstanden. Ich bin ganz ehrlich. Also wir haben jetzt Karten gespielt. Wir haben keine Uhr vernichtet. Wir hatten nicht mal die Wahl, die Uhr zu vernichten, weil wir die gar nicht mehr gesehen haben. Weil wir irgendwie gar nicht mehr in den Untergrund gegangen sind. Wobei uns Oma damals noch gesagt hat von wegen, ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du vernichtest die Uhr oder du hältst sie einfach nur an. Und ich habe schon mir so gedacht, was passiert eigentlich? Was passiert, wenn wir diese Uhr nur anhalten? Dann kann die irgendwann mal wieder losgestartet werden. Was passiert, wenn wir die Uhr vernichten? Wir vernichten wahrscheinlich uns selber. Genau das war mein Gedankengang. Und jetzt hatte ich nicht mal die Wahl, irgendwas zu tun. Finde ich ein bisschen komisch.
Carrie Shale als Daniel. Tatsächlich, es haben sich so unglaublich viele Leute aufgeregt über die englische Synchronisation. Wobei ich das absolut nicht verstehen kann. Wirklich nicht. Ich fand die, gerade für so ein Indie-Game, fand ich die wirklich gut. Daniel ist halt die ganze Zeit ultra pissig und aggressiv. Naja, 85% der Zeit, aber das zeugt ja nicht von schlechter Synchronisation, das zeugt davon, dass Daniel ein Arschloch war. Und, tja. Und wenn ich hier gerade so, das Musikchen auf den Ohren habe, dann denke ich so dran von wegen, die Tschechen können so gute Musik machen. Auch so, was wir so an Gitarrensongs gefunden haben und so, das ist schon nicht schlecht, ne? Muss man einfach mal so festhalten, das sind alles schon schöne Lieder. Warum hört man dann eigentlich 70% des Spiels immer nur Stapf, 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 Quietsch, 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 Stapf, Stapf, Stapf. Das ist auf Dauer ernüchternd, bin ich ganz ehrlich. Das ist, nimmt irgendwie so den, ein bisschen den Elan in gewisser Weise, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich habe noch einige Fragen, die offen sind. Erstens, warum haben wir kein einziges von dem Pfadfinderwappen von den Adlerinnen gefunden? Hätte man die nur finden können, wenn man ein bestimmtes Ende findet? Weil ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass dieses Kapitel 12 im Nebel, wo uns alle nochmal besucht haben und gesagt haben, ja, ach, wir waren doch eigentlich ganz guter, während wir hier durch den Wald gestiefelt sind. Auch wenn wir manche Fehler begangen haben, waren wir trotzdem ganz nett. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Ende tatsächlich das Endgame mit dem Ende zusammen verbunden ist. Und dass es dann sein kann, dass man nur bei einem bestimmten Ende die ganzen Adlerinnen-Dinger sammeln kann, weil alle nicht finden, ist ein bisschen seltsam. Ich bin ganz ehrlich. Vor allem, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich mich eigentlich relativ gut umgeschaut habe. Und allein das beweist, dass wir alle Gute-Nacht-Geschichten gefunden haben. Über 75 von den ganzen Bonbon-Papieren. Ein einziger Gitarrensong hat uns gefehlt. Und drei Tagebuchseiten von unserer geliebten Tochter. Naja, gut, Freunde, ne? Das war wohl Someday You Will Return. Vielleicht kommt gleich noch irgendeine Auflösung nach den Credits. Ich bin gespannt und ich hoffe ein bisschen drauf, weil das Kartenspiel war jetzt ein bisschen unbefriedigend. Ganz ehrlich. Ist wahrscheinlich, wie gesagt, nicht das Schlechteste. Ich glaube, es ist auch nicht das Beste. Es gibt ja wohl fünf in beliebiger Reihenfolge, je nachdem von oben nach unten oder von unten nach oben. Von ganz beschissen zu ganz wundervoll. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht Nummer 3 oder Nummer 4 sogar haben. Also das Zweitbeste oder das Drittbeste. Ja, also keine Erklärung mehr für uns. Wir müssen uns das alles selber zusammenreimen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich werde in absehbarer Zukunft mir die anderen Enden nochmal anschauen. Und, ja. Ich weiß nicht, was ich hierzu sonst noch sagen soll. Ich bin ein bisschen verwirrt vom Ende. Ich bin weniger verwirrt von diesem Ende als von Beast Inside. Und über dieses Spiel kann ich tatsächlich auch sehr wenig schlechte Sachen sagen. Außer, mich haben, glaube ich, drei Tatsachen gestört. Bugs ausgeschlossen. Ja, manche Bugs sind lustig, manche Bugs sind nervig. Wie beispielsweise, dass einem die Nebelkinder oftmals durch Wände hindurch angreifen können. Ist nervig, dass wir jetzt am Ende nochmal durch diesen einen Stein zurückgehen konnten. Ist lustig, dass wir in dem Wasserkraftwerk mal einfach in die Wand reingeschwommen sind und dort dann verendet sind, ist sowohl lustig als auch ein bisschen nervig. Deswegen, die Bugs schließe ich da einfach mal komplett aus. Es hat zwischendurch geruckelt,
Was ich immer noch nicht weiß, ob das jetzt am PC oder an dem Spiel lag. Und was ich tatsächlich sehr ankreiden kann, ist einfach so die Tatsache von wegen, man hat manchmal ziemlich wenig Erklärung, was gewisse Sachen angeht. In Kapitel 9 war es, als man die ganzen Erinnerungen durchleben musste, dann die Fliegen aufgesaugt hat und man dann zur nächsten Erinnerung ist und weiter Fliegen aufsaugen wollte, weil es wurde einem so irgendwie immer vorgegeben von wegen, oh guck mal, da sind Fliegen, du saugst die Fliegen auf und ein bisschen später kommt dann so ein Ding zum Entladen. Das wurde einem zwar immer vorgegeben, diese Reihenfolge, aber nie, und damit meine ich nie, oder ich habe Alzheimer, aber ich bin der festen Überzeugung, dass einem nie gesagt wurde von wegen, du kannst dieses Amulett nur einmal aufladen, danach musst du es einmal abladen, bevor du die nächsten Fliegen aufsaugen kannst. Wurde einem nie gesagt. Genauso, was ich richtig nervig fand, ist diese eine Stelle in Kapitel 5, als wir im Bunker waren, als wir Lea vor uns sitzen gesehen haben, als wir den einen Gitarrensong gefunden haben, aber ich die ganze Zeit versucht habe, nach unten zu klettern, weil da einfach diese Klettersteine waren, aber da konnte man nicht nach unten klettern. Die waren dann ja anscheinend für irgendwann anders. Für, wann war das? Kapitel 10 oder so? Ich weiß es nicht, aber irgendwann sind wir da ja hochgeklettert, als die Welt schon ein bisschen anders war. Warum sind die Klettersteine dann da schon? Das ist dann so eine Sache, die ich mir auch frage. Oder im Kraftwerk, im Wasserkraftwerk, die Tatsache mit den Seilen. Und wegen, ich muss die irgendwo dran befestigen. Ich muss hier irgendwas dran befestigen. Dass man dann einfach die Seile extra anklicken muss, was man vorher so absolut überhaupt noch nie tun musste. Von wegen irgendwas anklicken, damit man es dann am Mauscursor befestigt hat, um es dann irgendwann anders draus zu machen. Das sind so meine paar Mankos, die ich so habe. Aber ansonsten kann ich sagen, absolut großartiges Spiel für ein Indie-Game. Das Spiel hat keine 30 Euro gekostet. Und ich werde mir auf jeden Fall die anderen Enden jetzt nochmal anschauen. Nicht jetzt ist es schon ganz schön spät. Meine Fresse, ich bin jetzt... Du hast das glückliche Ende. Hey, ich hab das glückliche Ende? Hey, ich hab das glückliche Ende. Ich hab Ende Nummer 5 oder Ende Nummer 1, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, aber ich hab das gute Ende. Wow. Trotzdem hätte ich gerne die letzten Tagebuchseiten noch gehabt. Und trotzdem werde ich mir die anderen Enden auch noch einmal anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das, ja, Nummer 1 ist, wie viele Secrets du, glaube ich, mit den Fliegen findest. Wir haben jetzt 2, glaube ich, gefunden. Dann, ob du die Puppe für Lea ganz oder kaputt bringst, ist, glaube ich, auch noch sowas, was sich darauf bezieht. Und dann kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie viele Herzen du reinigst und wie viele Herzen du zerstichst im Kapitel 10. Ja, aber ansonsten, ganz ehrlich, Freunde, spielt das Spiel mal selber, wenn ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Also es ist ausgewiesen für 9 Stunden. Ich habe jetzt über das Doppelte dafür gebraucht, einfach weil ich mir die Zeit nehmen wollte, ein bisschen zu suchen. Und das habt ihr selber mitbekommen. Aber ich finde, diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Gut, Freunde. Dann war es das jetzt tatsächlich auch von mir. Und wie gesagt, spielt das Spiel doch mal selber. Vielleicht mit ein paar anderen Entscheidungen. Vielleicht findet ihr ein paar andere Sachen als ich. Und dann, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, dass ihr hier so lange zugeguckt habt und vor allem euch so lange von mir habt zulabern lassen. Dann kann ich nur sagen, schaut doch einfach mal vielleicht in die Playlists auf unserem Kanal rein. Vielleicht findet ihr da ja irgendwelche Spiele, die euch so gefallen. Gerade als Freunde des Horrorgenres, was dieses Spiel eigentlich nur an 5. Stelle ist, wenn man Steam Glaube schenken darf. Dann kann ich euch sehr Outlast ans Herz legen oder sowas. Oder Daylight, das macht auch ganz viel Spaß. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, guckt auch mal auf Lizzys Twitch-Kanal vorbei, also unserem Twitch-Kanal, aber den hat Lizzy jetzt irgendwie übernommen, weil ich mich nicht so wirklich wie als Streamer fühle. Ich bleib hier schön bei altem Setup und altem Let's Play-Gedöns und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Geschichte so interpretiert. Weil es gibt ja noch ein bisschen Interpretationsspielraum und das würde mich sehr interessieren, wie ihr das so seht. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!